Das Besondere, wie Sie vielleicht hier schon sehen, ist das einzigartige Ambiente mitten im Grünen, in Ristissen, drinnen, wunderschön dekoriert. Das Ambiente lädt ein zum Verweilen, vielleicht ein kleines bisschen länger zu verweilen als vorgehabt und geplant. Es lädt ein, um Familienfeste zu feiern. Es lädt ein zum Hochzeitstag, zum Jubiläum. Ja, besonders erwähnenswert ist natürlich, um dieses einzigartige Ambiente genießen zu können, dass man vor allem auch den ganzen Tag hier sein kann. Wir haben ab 11 Uhr geöffnet zum Mittagessen, ob Geschäftsleute oder ganz gemütlich schnell zum Essen, ob am Nachmittag zu Kaffee und natürlich unsere leckeren hausgemachten Kuchen, teilweise auch aus Omas Küche. Herzlich willkommen, jeder Wanderer, jeder, der einfach vorbeikommt. Bitte gerne. Es ist einfach einzigartig. Und dann natürlich eine schöne Küche da dazu, die sehr geschätzt wird von unseren Stammgästen schon seit Jahren. Und da dazu, tja, ist dein Part. Also unsere Besonderheit in unserer Küche ist einfach, dass wir mit regionalen Produkten kochen. Hier für die Region, von der Region für die Region. Das machen wir einfach. Und unsere Küche ist einfach diese Landhausküche mit Pfiff. Eine kreative Landhausküche mit Pfiff. Was heißt mit Pfiff? Produkte hier vom Land, von der Region einfach veredeln. Also nicht einfach nur zum Beispiel einen Sauerbraten, sondern einen Rehsauerbraten zum Beispiel. Und die Soße etwas abschmecken, zum Beispiel mit Schokolade noch rein oder so. Das ist einfach unser Pfiff, wo wir setzen. Dass der Gast das kennt, das Produkt, wenn es liegt, Sauerbraten habe ich schon mal gegessen, aber dann, wenn das ist und sagt, oh, da war irgendwas drin, wow, das hat uns jetzt super geschmeckt. Also etwas Bekanntes nicht, wir wollen den Gast nicht irgendwie irre führen, sondern einfach wieder ins herkömmlich führen, aber sagen, wow, das hat was gehabt. Und das ist schon einfach unser Ziel. Und darum hat unser Team jetzt mit mir was vorbereitet. Und da wollen wir jetzt zum Beispiel einen Rehrücken, der hier geschossen wurde von unserem Jäger hier aus dem Ort. Und den wollen wir jetzt ein bisschen italienisch machen. Und zwar Rehrücken im Tramezzini-Mantel mit einer schönen Farce, also das heißt eine Fleischbrätfüllung machen wir da drum. Und das ist schon ein richtiger Wow-Effekt. Also es hat was Knuspriges. Der Reh kennt man und das Tramezzini-Mantel, das italienische Weißbrot, also hat schon was. Das luftige italienische Weißbrot wird erstmal ordentlich plattgerollt, bis es ganz dünn ist. Sous-Chef Alexander Habel erklärt, wie er die cremig-würzige Farce vorbereitet hat. Ich habe kalt gemacht und habe ich die Butter reingemacht, mit Sahne, schön aufgeschlagen, abgeschmeckt. Dann schön ein bisschen Soße mit unter eingearbeitet, das macht schön locker und schmackhaft von rein. Dann gibt der Butterschmalz in eine heiße Pfanne. So, jetzt wird das Stück Fleisch kurz und scharf angebraten von allen Seiten und gewürzt. Dann noch ein duftender Zweig Rosmarin mit dazu und schon kann der Rehrücken raus aus der Pfanne. Weiter geht's mit der Farce. Dazu gibt Alexander Habel das gewürfelte Gemüse in die cremige Fleischpaste und rührt tüchtig um. Die fertige Mischung auf dem plattgerollten Weißbrot verteilen, das Fleisch mit feinen Gewürzen wie Fleur de Sel und edlem Pfeffer würzen und dann in den Brotmantel einrollen. Und dann geht der Rehrücken auch schon in den Ofen. Nach knapp einer Viertelstunde kann angerichtet werden. Küchenchef Markus Haas serviert zu dem knusprig ummantelten Fleisch würziges Kartoffelpüree. Als Augenschmaus noch gebackene Trauben und dazu eine deftige braune Soße. Den Abschluss macht eine gratinierte Kirschtomate. Und dann kann Chef Markus Haas auch schon servieren. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit.